So dann, herzlich willkommen mal wieder zur neuen Ausgabe hier auf YouTube. Es geht weiter mit Fresh Kochen. Heute gibt es nämlich etwas ganz Wunderbares, und zwar Kartoffelschnittlauchplätzchen, dazu in Knoblauch geröstete Kirschtomaten. Mal sehen, wie das Ganze im Nachhinein schmeckt. Und wir werden mal sehen, was wir dafür alles brauchen oder auch schon haben. Wir haben schon mal vorbereitet, natürlich ein Schneidebrett mit Messer. Heute brauchen wir nichts groß zum Durchkloppen für viele Sachen, weil so viele Sachen haben wir für dieses Gericht heute nicht. Wir haben schon mal Schalen vorbereitet. Wir haben saure Sahne dabei. Das Gericht ist offiziell für 3 Personen ausgelegt, aber ich muss sagen, wir nutzen trotzdem 100% der Zutaten, weil die Zutaten sind teilweise ausgelegt für 4 Personen. Zum Beispiel von diesem Kartoffelteig, der jetzt mal fertig ist, den brauchen wir nicht zubereiten, sondern der ist schon fertig. Dieser Kartoffelteig von Arte, das sind 800 Gramm, die wir haben. Das wird für 4 Personen sein. Da wir aber unser Menü reduziert haben auf 3 Personen, bräuchten wir es nur 600 Gramm. Das heißt, wir müssen 200 Gramm die Hälfte hier vorne Müll schmeißen. Machen wir natürlich nicht. Wir verwenden 100% der Zutaten. Also, kann man ruhig sagen, die Rezeptmenge ist jetzt so schwankend zwischen 3 und 4 Personen. Also, was brauchen wir alles für dieses Gericht, was wir heute hier nachkochen wollen? Erstmal natürlich saure Sahne. In diesem Fall haben wir 300 Gramm saure Sahne. Wir haben eine Tomate weniger, da wurde nicht eine gemopst. 250 Gramm von diesen Kirschtomaten. Ja, die haben wir auch erhalten, 250 Gramm. Die brauchen wir. Wir brauchen Zwiebellauch. Wie viele das genau sind, weiß ich nicht. Das sind in diesem Fall 3 Stück. Teilweise mit einer nicht so ganz stehenden Konsistenz, aber ist okay. 3 Stück. Kartoffelteig, eben schon erwähnt, 800 Gramm. Wir haben eine Rarität. Ist ja bei HelloFresh so immer wieder so, dass sie uns Sachen mitliefern, die man im Einzelhandel jetzt gerade nur schwer bekommt. Senf zum Beispiel und auch Mehl. Wir haben Mehl mit dabei. In diesem Fall brauchen wir für dieses Rezept 50 Gramm Weizenmehl. Wir haben Berg-Jusan-Käse, 75 Gramm in diesem Fall, also irgendein Käse auf jeden Fall. Wir haben Basilikum mit dabei, also, oder wie heißt es genau? Warte mal ganz kurz, doch, diese komische Soße, Basilikum-Soße, ich weiß nicht, wie sie genau so heißt. Jeweils 12 Gramm, also 24 Gramm dieser Soße. Wir haben Kürbiskerne, in diesem Fall 20 Gramm Kürbiskerne haben wir dabei zum Kochen. Eine Gewürzmischung von HelloFresh, 6 Gramm, Bon Appetit Gewürzmischung. Eine Gewürzmischung quasi. Wir haben noch mit dabei Schnittlauch, 20 Gramm. Und wir haben mit dabei einen Salatmix, in dem Sinne, mit 100 Gramm. Gut, das sind die ganzen Zutaten, die ihr quasi zum Nachkochen bräuchtet. Wollen wir mal anfangen mit dem Zubereiten der Zutaten. So, als allererstes nehmen wir uns jetzt die Frühlingszwiebeln und schneiden sie in feine Röllchen. Dasselbe machen wir auch mit dem Schnittlauch. So, jetzt haben wir alles fein geschnitten. Einmal unseren Schnittlauch in feine Streifen geschnitten, oder feine Röllchen besser gesagt. Und auch den Zwiebellauch in Röllchen geschnitten, sowie auch die Knoblauchschote, die jetzt nicht mit dabei war, die war in unserem Rezept das nicht vorhanden. Entweder ist sie wieder rausgefallen, liegt irgendwo bei anderen Zutaten mit dabei. Fehlt uns in jedem Fall einmal Knoblauch, aber haben wir da gehabt, ist jetzt nicht weiter schlimm. Jetzt kommen wir doch ans Braten. Jetzt brauchen wir unseren Topf. Und da machen wir zuerst unsere Kürbiskerne rein. So, wir nehmen jetzt hier unsere Kürbiskerne, geben unseren Head of Power. Da liegt der Schnittlauch runter. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Und rösten jetzt die Kürbiskerne gleich bei Hitze, gleich für 2 Minuten circa an, ohne extra Zugabe von Fett. Danach werden sie wieder rausgenommen und werden später weiterverwertet. So, Vorsicht hier bei eurem Mais, wenn es quasi anbratet für 1-2 Minuten, die sind jetzt bei mir jetzt auch erreicht, die fangen an zu springen, so leicht wie Popcorn, also ein bisschen aufpassen. Könnte heiß sein, also wenn ihr eine flache Pfanne verwendet, bitte vorsichtig dabei. Das Ganze nehmen wir nach 2 bis 3 Minuten raus. Stellen es beiseite, nutzen die Pfanne aber gleich weiter.
Wir brauchen jetzt nämlich ein bisschen Öl. So circa 2 Esslöffel voll. Der zweite war gerade ein großer Esslöffel gewesen. Das Ganze lassen wir auch wieder erhitzen. Ich reduziere die Hitze trotzdem ein bisschen, weil sonst spritzt das wirklich gleich extrem. Und da machen wir jetzt unsere Knoblauchzehe rein. Die quetschen wir mit dazu. Haben uns extra eine Knoblauchpresse extra besorgt. Ja, also die quetschen wir mehr zu. Und die Tomaten kommen auch mit rein. Das Ganze für 2 bis 3 Minuten, sobald es fett heiß ist. Das schütten wir mal ganz kurz mal aus. Wie immer, kleiner Geheimtipp, woran erkenne ich, dass fett heiß ist? Man nimmt zur Not einen Holzstab oder irgendwas, was es Holz ist, hält das rein, sobald da Blasen aufsteigen, sieht man, ah, fett ist heiß. So, in diesem Fall ist es fett heiß. Also, wir machen die Tomaten rein. Vorsicht, spritzt. Da ist der Zepter da liegen. Und quetschen da jetzt die Knoblauchzehen mit dazu. Damit wir unsere Knoblauchtomaten erhalten. Nach diesen 2 bis 3 Minuten nehmen wir das Ganze von der kochenden Hitze runter. Wir können das Ganze natürlich dann aus dem Topf rausziehen, separat packen müssen wir aber nicht. Wir können es natürlich dann mit mehreren Töpfen haben beiseite stellen. Wir brauchen sie jetzt nachher zum Garnieren wieder. Die sind jetzt mit der Arbeit fertig. So, wir nehmen schon mal einen neuen Topf schon mal raus, den brauchen wir ja gleich zum wieder mal anbraten. Da unten ist die Kamera, den brauchen wir zum, wir haben 2 Kameras hier, den brauchen wir zum wieder mal anbraten, den Topf, weil wir müssen ja noch die Kartoffelteig verarbeiten. Zu denen kommen wir auch jetzt. So, als nächstes brauchen wir jetzt von Arta fast alle Zutaten, die wir noch haben. Wir brauchen die Frühlingszwiebeln. Wir brauchen den Schnittlauch. So. Wir brauchen die Gewürzmischung. Gewürzmischung, der hat keinen weiteren Namen, der heißt aber nur Gewürzmischung. Sind in diesem Fall auch so bis aus wie Kräuter und alles, also sind schon Gewürze. Daher auch der Name Gewürzmischung. Dann brauchen wir den Käse. Dazu brauchen wir eine Schere. Die Schere haben wir da. Jetzt brauchen wir unseren exklusiven Mehl. Ja? Bei HelloFresh gibt es ihn so, im einzelnen Handel muss man dann noch umkämpfen. Mehl brauchen wir. Und als letztes Zutat für diese komische bunte Schüssel, ein Kessel buntes, brauchen wir jetzt unseren Kartoffelteig, in diesem Fall 800 Gramm, die wir auch noch mit reinquetschen werden. Und danach werden wir das Ganze miteinander vermengen und formen daraus Pfannkuchen. Ungefähr 6 Stück sollen entstehen. Je nachdem, wie man es haben möchte, man kann natürlich auch mehr draus machen oder auch weniger. Man kann auch einen großen Pfannkuchen machen, der gerade so in den Topf reinpasst. Das ist dann eine freie Entscheidung. Also wie gesagt, Teig mit rein und alles miteinander vermengen. Bitte geht mit dem Schnittlauch mit sparsam um. Ich habe gerade mal nachgelesen. Schnittlauch, wenn es geht, nur zur Hälfte mit hier reinmachen in die Schale zum Vermengen, weil ihr braucht den Schnittlauch näher zum Teil, also die andere Hälfte von Schnittlauch näher nochmal für den Dip, den wir separat anrichten müssen. Also seid sparsam. So, wir werden das Ganze jetzt vermengen, damit unsere Plätzchen entstehen. Und ich stelle mir die jetzt spontanerweise eigentlich sogar recht lecker vor. Ist recht handmade. Aber bitte denkt daran, immer dabei, natürlich vor dem Essen zubereiten, während zubereiten oder jetzt nach dem Durchmengen, bitte immer daran denken, Hände waschen nicht vergessen, weil das könnte sonst für Leute, die mitessen wollen, unangenehm werden. So, wir haben unsere Plätzchen jetzt fertig geformt. Laut Gebrauchsanleitung von HelloFresh sollen es für 3 Personen 9 Plätzchen entstehen,
Für 4 Personen waren es 6 gewesen und so weiter. Wir haben mit Absicht aber ganz kleine gemacht, damit wir mehr davon haben. Also wie groß die Plätzchen, macht ihr eure eigene Sache. Dann macht ihr wieder Öl rein, 2 Esslöffel Öl, Pfanne heiß und bratet die Plätzchen jeweils für circa oder maximal 4 Minuten von jeder Seite an, dass sie so ein bisschen goldbraun werden und dann könnt ihr auch wieder zurück auf den Teller oder auch direkt im Mund, wenn ein Kind hier gerade wäre. Gut, der Wurmkuss Mama. Heiß machen, einmal anbraten und dann sehen wir uns gleich wieder. Während wir kurz auf das Öl warten für die Plätzchen, machen wir schon mal das Dressing fertig. Wie gesagt, ich habe leider das Schnittlauch schon komplett in Plätzchen verarbeitet oder in den Teig verarbeitet. Deswegen quasi gibt es nur ein Dressing ohne Schnittlauch, aber meine Güte, ist halt nur ein Dressing. Ein Zusatztopping, ob das Schnittlauch bei ist, glaube ich, ist dabei fast irrelevant. Wir füllen quasi jetzt die saure Sahne in die Schale. Führen einmal unser gedachtes, jetzt gedachtes Schnittlauch hinzu, die Hälfte von dem, was wir von da überbehalten haben. Und jetzt schmecken wir das Ganze mit Salz und Pfeffer noch ein bisschen ab. Und dann ist das Dressing auch schon fertig. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Umrühren. Der Pfeffer erhält sogar ein bisschen Struktur. Falls ihr mal wissen möchtet, was für Pfeffer wir verwenden, wir benutzen bunten Pfeffer, allgemein gesehen, weil es gibt keinen roten, keinen gelben, keinen schwarzen Pfeffer in dem Sinne. Das sind einfach nur verlagerte Reifestadien. Umso roher oder umso unreifer ein Pfefferkorn ist, umso heller ist er noch. Ein roter Pfefferkorn ist quasi noch nicht ganz so reif wie der braune oder der schwarze. Hat dementsprechend andere Geschmäcker, schmeckt ein wenig anders. Und deswegen nehmen wir allgemein bunten Pfeffer immer zum Verarbeiten unserer Produkte, weil dann haben wir wenigstens alle Pfeffergeschmackssorten auf einmal drin. So, mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Mit Salz und Pfeffer ein bisschen abgeschmeckt. Ist halt saure Sahne. Aber ein bisschen mehr Pfeffer könnte rein, Salz nicht, weil das Produkt schmeckt ja schon an sich schon sauer wegen der sauren Sahne. Mein Salz ist nur ein Geschmacksträger, ja, so Fett. Das ist mittlerweile auch schon warm, das heißt, wir können gleich beigehen bei unseren Plätzchen. Und so sieht denn jetzt unser Dressing aus. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen in die Kamera reinzuzeigen. Ja, also wir sehen normalerweise mit Schnittlauch, bei uns jetzt ohne Schnittlauch, aber trotzdem eine Struktur bekommen, weil wir mit bunten Pfeffer arbeiten. So, heute wäre Tellermania hier bei YouTube. Dann wollten wir 2 Pfannenwender nehmen, damit wir uns nicht den Finger einsauen. Und jetzt braten wir die Plätzchen von jeweils maximal 4 Minuten von allen Seiten einmal an. So, jetzt bereiten wir schon mal nebenbei jetzt unseren Salat vor, den wir auch benötigen. Dafür nehmen wir unser Basilikum. Also diese Basilico, hast du auch gesagt, Basilico Flüssigzeug hier. Machen das in eine große Schüssel rein. Das ist ein bisschen so brauner Sirup, kann man das Ganze ruhig so nennen. Und das Ganze vermischen wir jetzt mit 2 Esslöffel Wasser. Das war schon gewesen. Salat ist fertig. Nein, jetzt kommen wir natürlich zum Salat. Den. Und jetzt gleich für alle Leute, die so ein bisschen so ekelhaft sind meine Sachen, gleich bitte weggucken. Ich mache das gleich mit meinen Fingern, mit meinen Händen. Jetzt nehmen wir uns den Salat, hauen den damit rein. Entsorgen kurz den Müll. Und jetzt nochmal den Salat unterheben. Ich hebe das Ganze einfach mal mit der Schnellwürde Hand unter. Weil so weiß ich mir, ich erwische überall etwas. So. Der Salat ist jetzt nämlich schon vorgeschnitten und alles. Und jetzt haben wir den ganzen Salat einmal mit diesem Dressing gedresst. Nun nehmen wir uns noch ein bisschen Salz und Pfeffer und schmecken das Ganze ein bisschen ab. Und schon haben wir den Salat. Und so schaut das Ganze fertig gemacht aus. Zumindest bei uns sieht das aus. Ihr seht im Hintergrund das Bild, wie es aussehen sollte. Ja, alles soweit fertig. Alles soweit zusammenkocht. Ging relativ fix.
dank der Vorbereitung, dass schon der Kartoffelteig schon fertig war. Und ja, wie schmeckt, das werden wir beim Essen schmecken. So, das war also unsere heutige Ausgabe Fresh Kochen. Ja, ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß beim Nachkochen. Folgt mir gerne auf Instagram unter Marco-YouTube. Abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Und ja, wir sehen uns jetzt zur nächsten Ausgabe wieder. Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Also bis dann. Tschüss, euer Marco Lorenz. Für alles.